Der ARD Radio Tatort. Eingeschaltet haben bei unserer neuesten Folge von Täter gesucht. Die Kriminalpolizei wird in ihre Mitte. Heute in unserer Sendung ein Polizistenmord in der Eifel, schwerer bewaffneter Raubüberfall auf einem Juwelier in Berlin sowie ein ungelöster Mordfall aus Bremen. Die Toten ruhen. Hörspiel von John von Düffel. Und wieder können Sie anrufen, hier im Studio oder bei den örtlichen Polizeistellen, wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, die zur Erleichterung der Täter. Ich komme! Ach, wo ist denn die blöde Fernbedienung? Hier, Herrgott, wie kriege ich denn den Ton weg? Margot Evernich, hallo? Bitte, entschuldigen Sie. Herr Dr. Gröninger, sagen Sie bloß, Sie verspäten sich. Die Semmelknödel sind gleich gar. Es tut mir wirklich sehr leid. Claudias Sendung fängt schon an. Ich fürchte... Ach, wie ich das kenne von meinem Mann. Er ist wahrlich zu früh gestorben, aber bei allem anderen war immer zu spät. Wann können Sie denn hier sein? Und wie nehme ich mit dieser komischen Fernbedienung diese Sendung auf, damit wir gemeinsam... Ich kann leider gar nicht kommen. Oh, schon wieder ein Mord? Nein, mein Rücken. Oh Gott, wo denn? L4, L5. Ich meine, wo sind Sie? Zu Hause? Im Krankenhaus in Bremerhaven. Sie Armer. Was machen Sie denn da? Ich habe meinen Vater besucht, im Heim, wie fast jeden Mittwochnachmittag, wenn ich nicht gerade... Also mindestens einmal im Monat. Ich habe ihm sogar 2 Regalbretter angebracht für seine Bücher, ohne Blutvergießen. Und als ich schon im Gehen war, sehe ich eine Schraube, die unter seinen Nachttisch gerollt ist. Bücke mich und zack. Oh, schlimm. Ich bin praktisch gelähmt. Dabei bin ich der Jüngste auf der Station hier. Mit Abstand. Ich hoffe wirklich, ich kann mich verlegen lassen noch vor der OP. Sonst komme ich hier raus und spiele Halma. Sie müssen operiert werden? Vielleicht, sagt der Chirurg. Oh. Aber der ist erst 16. Na, jedenfalls sieht er so aus. Dass sie so junge Ärzte auf so alte Patienten loslassen. Naja. Früher haben Sie an Leichen experimentiert. Herr Gröninger, also wirklich. Haben Sie wenigstens einen Fernseher? Da läuft nur Glücksrad als Wiederholung. Ist unser Fall schon dran? Nein, Sie sind noch beim Polizistenmord. Wenn es soweit ist, dann halte ich den Telefonhörer gegen den Lautsprecher. Dann können Sie... Schon gut. Ich bin ohnehin kein Freund des Formats. Wie? Die ganze Idee dieser Sendung ist mir suspekt. Eine Stadt sucht einen Mörder. Denunziation wird belohnt. Halbirre machen sich telefonisch wichtig. Ach, ich war offen gestanden gegen diesen Auftritt Ihrer Tochter. Zumal ich im Mordfall Elvira K. gerade einen Massengentest erwirkt habe, der wirklich belastbare Erkenntnisse bringen kann. Und nicht halbgares von Hobbydetektiven auf Menschenjagd. Ach, halbgar. Oh Gott. Ist sie auf Sendung? Na, die Knödel. Herr Gröninger, ich muss Schluss machen. Ja, grüßen Sie sie von mir. Und sagen Sie Ihrer Tochter Bescheid, dass ich vorübergehend dienstuntauglich bin. Die Knödel. Wir kommen zu unserem nächsten Fall und damit nach Bremen. Es handelt sich um den fast 20 Jahre zurückliegenden Mord an Elvira K., Mitarbeiterin eines angesehenen Handelskontors. Dazu begrüße ich bei uns im Studio die Leiterin der Bremer Mordkommission, Kriminalhauptkommissarin Claudia Evernich. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben diesen Fall übernommen, der in unserer Sendung kurz nach der Tat schon einmal behandelt wurde. Hier einige Aufnahmen und Fotos des Opfers. Allerdings waren Sie zu der Zeit sehr wahrscheinlich noch auf der Polizeischule. Ja, danke, aber damals hat auch noch Eduard Zimmermann moderiert. Also,
Wir wenden uns nach langer Zeit noch einmal an die Zuschauer, weil wir uns aufgrund einer neuen Datenlage weiterführende Hinweise aus der Bevölkerung erhoffen. Es geht um ein Verbrechen aus dem Jahr 1995, einen Mord im Bremer Stadtteil Lesum, und bei dem Opfer handelt es sich um die damals 26-jährige Elvira K. Eine hoffnungsvolle, aufstrebende Betriebswirtin, heißt es. Ja, sie verkehrte bereits in den besten Bremer Kreisen, weshalb ihre Ermordung seinerzeit für großes Aufsehen gesorgt hat. Das ist lange her, wie gesagt. Was führt Sie zu der Annahme, dass Ihnen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute weiterhelfen können? Also zunächst einmal die Tatsache, dass es unseren Kriminaltechnikern mit neuesten Analysemethoden gelungen ist, kleinste Mengen von am Opfer gesicherter DNA auszuwerten. Außerdem führen wir zurzeit einen groß angelegten Gentest durch und möchten im Rahmen dieser Sendung an die bereits angeschriebenen Bremer Bürger appellieren, sich an diesem Test zu beteiligen. Also jede Speichelprobe ist ein Fragezeichen weniger. Sie nehmen also an, dass der Täter im Bremer Umfeld des Opfers zu suchen ist? Wir gehen bei dem Mord an Elvira K. von einer Beziehungstat aus. Das heißt, von einem Verbrechen aus Motiven, die in der Beziehung zwischen Täter und Opfer begründet sind. Insofern gilt unser besonderes Augenmerk dem Freundes- und Kollegenkreis des Opfers. Sollten sich darunter Personen befinden, die mit uns bisher nicht in Kontakt getreten sind, bitten wir sie dringend, sich bei uns zu melden. Denn trotz deutlichster Hinweise auf eine persönlich motivierte Tat waren unsere Ermittlungen in diesem Umfeld bisher erfolglos. Vielleicht berichten Sie unseren Zuschauern noch einmal kurz, was damals passiert ist. Das fragliche Verbrechen ereignete sich am 24.06.1995 in Bremen-Lesum. Das Opfer lebte allein und arbeitete bei einem renommierten Bremer Kaufmann und Teeimporteur. An ihrer Arbeitsstelle wurde die junge Frau am Tattag auch letztmalig gesehen. Dann verliert sich die Spur? Genau. Wir wissen, dass sie sich bis zum späten Nachmittag im Kontor aufgehalten hat. Interessant vielleicht, dass es sich um ihren letzten Arbeitstag handelte. Was heißt das? Nach Angaben ihres Chefs, dessen persönliche Assistentin sie war, hatte sie wenige Tage zuvor ohne Angabe von Gründen gekündigt. Eine neue Stelle hatte Elvira K. seines Wissens nicht. Gibt's noch weitere Besonderheiten, von denen unsere Zuschauer wissen sollten? Aufgrund der Obduktion steht fest, dass Elvira K. an ihrem letzten Arbeitstag in den späten Abendstunden zwischen 22 und 23 Uhr umgebracht wurde. Tatort ist diese Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Lesumer Apartmentkomplex unweit ihres Arbeitsplatzes. Da sich an Haus- und Wohnungstür keinerlei Einbruchsspuren befunden haben, gehen wir davon aus, dass Elvira K. ihren Mörder kannte und hereingelassen hat. Oder dass der Täter einen Zweitschlüssel besaß. Insofern stellt sich die Frage, wer so vertraut mit ihr war oder Zugang zu ihrer Wohnung hatte. Es ist immer noch nicht möglich, den gesamten Ablauf zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr zu rekonstruieren. Wer kann Angaben machen, wo sich Elvira K. in der fraglichen Zeit aufgehalten hat? Wurde sie mit jemandem zusammen gesehen? Wer aus ihrem Bekanntenkreis hat im zeitlichen Umfeld der Tat Veränderungen oder Auffälligkeiten an Elvira K. oder ihr nahestehenden Personen beobachtet? Die Frage geht an Sie, liebe Zuschauer. Unter der eingeblendeten Telefonnummer erwarten Kriminalhauptkommissarin Claudia Evernich und unsere Kollegen Ihre Anrufe. Darüber hinaus haben wir eine Hotline geschaltet für Hinweise befreundeter oder mit Elvira K. bekannter Personen, die anonym bleiben möchten. Hoffen wir auf eine ergiebige Resonanz. Vielen Dank fürs Erste, Frau Evernich. Ich habe zu danken. Evernich, Kripo Bremen, bei Täter gesucht. Claudia, du warst fantastisch, ganz toll. Mama. Gut, bei der ersten Frage hast du mal wieder überreagiert. Und sein Spruch mit der Polizeischule, das war auch daneben. Aber danach hast du eine sehr gute Figur gemacht. Und dabei hattest du als Kind immer solche Angst, vor Leuten zu sprechen. Mama, du kannst mich doch jetzt hier nicht anrufen. Ja, wieso nicht? Ich gehöre zum erweiterten Bekanntenkreis. Den Chef des Opfers habe ich oft beim Einkaufen gesehen, Hans-Peter Brinkmann. Das heißt eigentlich sein Vater. Brinkmann, die Spezialitäten, das sagt dir doch was. Seine Ostfriesen-Mischung ist immer noch die beste. Und seine Schwiegertochter Susanna war bei uns im Tennisclub, bei den Junioren. Toller Aufschlag. Allerdings habe ich damals schon nicht mehr aktiv gespielt. Ich leg jetzt auf. Aber du fragst mich ja nie. Wie fragst du mich, Kind? Ich lege jetzt auf, Mama. Da ist jemand in der Leitung. Claudia, nicht doch bitte. Warte. Evernich, Kripo Bremen, bei Täter gesucht. Hallo. Ich habe einen Hinweis für Frau Evernich. Ja? Ja, ich bin am Apparat. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich kann mit dieser Schuld nicht mehr leben. Mit welcher Schuld? Keine Fragen.
Aber Sie wissen, wer Elvira K. umgebracht hat? Ich weiß, wer es getan hat. Reden Sie! Wenn Sie den Fall gelöst haben, werden Sie mich verstehen. Dann helfen Sie mir. Sie hatte ein Verhältnis. Finden Sie den Mann. Dann wissen Sie, warum sie nicht mehr lebt. Ja? Sie hört mir nicht zu, Herr Grüniger. Meine Tochter hört mir nicht zu. Dabei kenne ich Brinkmann, Senior wie Junior. Und Susanna auch, vom Tennisverein. Was? Was? Und Sie sagen selbst, dass es um Personen geht, die in Beziehung zu dem Opfer standen. Das hat sie im Fernsehen selbst gesagt. Entschuldigung, aber wovon sprechen Sie? Sagen Sie bloß, Sie gucken die Sendung wirklich nicht. Nein. Sie als Staatsanwalt. Nein, wie gesagt... Aber es ist doch auch Ihr Fall. Für meinen Fall habe ich getan, was ich konnte. Ich habe die Neuauswertung der am Opfer gesicherten DNA-Spuren veranlasst. Mit dem Erfolg, dass sich tatsächlich ein genetischer Fingerabdruck erstellen ließ. Und ich habe einen Gentest für den erweiterten Personenkreis aller potenziell Verdächtigen durchgesetzt. Auf das Ergebnis warte ich inständig. Und darauf, dass ich mich wieder bewegen kann. Und Sie glauben, dass der Täter ohne weiteres bei Ihrem Gentest mitmacht? Oder können Sie ihn zwingen? Nein. Aber wenn er nicht freiwillig hingeht, fällt das auf. Ich würde da auch nicht freiwillig hingehen. Ach, Sie gehören auch nicht zu dem verdächtigen Personenkreis. Es geht um Männer im Alter von 40 bis 70. Und die erhalten eine Vorladung von Ihnen? Eine Einladung. Für eine gerichtliche Anordnung brauche ich einen Anfangsverdacht. Ach, was für ein Aufwand. Ja. Und dann lässt sich der Täter vielleicht gar nicht testen. Ich meine, das sind ja auch Kosten. Steuergelder. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Das ist teuer. Moment. Claudia ist wieder im Fernsehen, die Auswertung. Ich halte Sie ganz dicht dran. Nein. Dann können Sie mich hören. Nein, bitte. Ich... Ende unserer Sendung kommen wir nun zu einer ersten Zwischenbilanz der Anrufe, die bei uns im Studio eingegangen sind. Im Fall des Polizistenmords in der Eifel gibt es offenbar eine heiße Spur, was das Fluchtfahrzeug angeht. Wie steht es in Bremen, Frau Evernich? Ich lege jetzt auf, ja? Natürlich sind nach so langer Zeit keine detaillierten Hinweise zu erwarten. Claudia. Zu den Beziehungen und Verhältnissen von Elvira K. gibt es Aussagen. Außerdem von unserer Seite noch einmal der Appell. Womit habe ich das verdient? Damit helfen Sie einen Mord auf. Zwei Evernichs, das halte ich nicht aus. Mein Rücken. Mein armer Rücken. Nee, natürlich habe ich mir die Sendung nicht nochmal angeguckt. Ich meine, ich habe mich auf dem Monitor gesehen, das hat mir gereicht. Aber den Mitschnitt von den Anrufen habe ich mir mailen lassen und, naja, ehrlich gesagt, also die Resonanz war eher mau. Es gab überhaupt nur eine Anruferin, bei der ich dachte, da könnte was dran sein, vielleicht, aber... Ach, jetzt erkennt mein Computer das Dateiformat nicht und ich habe keine Ahnung, ob ich es konvertieren muss und... Was? Ah, ach so. Ja, okay, ja. Ja, jetzt kommt was. Ach, danke, Klaas. Mama, gut, bei der ersten Frage hast du mal wieder überreagiert. Und sein Spruch. Sind das die Anrufe von gestern? Mama, was machst du denn hier? Ja, von Angesicht zu Angesicht mit dir reden, damit du nicht gleich wieder auflegst. Du kannst hier doch nicht einfach so reinplatzen. Ich habe geklopft. Du hast wieder mal nicht zugehört. Das bin doch ich auf der Aufnahme. Du, das war das letzte Mal, dass du dich in meine Arbeit eingemischt hast. Du behinderst die Ermittlungen. Aber ich habe sie alle gekannt. Ich kenne sie doch. Mama, es wird langsam peinlich. Hallo, ich habe einen Hinweis für Frau Evernich. Ja? Ja, ich bin am Apparat. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich kann mit dieser Schuld nicht mehr leben. Ja, aber das ist doch... Mama! Mach lauter! Die Stimme kenne ich! Ich weiß, wer es getan hat. Reden Sie! Wenn Sie den Fall gelöst haben, werden Sie mich verstehen. Dann helfen Sie mir. Sie hatte ein Verhältnis. Finden Sie den Mann. Dann wissen Sie, warum sie nicht mehr lebt. Das ist sie! Eindeutig, Susanna! Susanna Brinkmann, mein Gott! Bist du sicher? Natürlich! Sie war bei uns im Tennisclub. Wenn du mir zuhören würdest... Also gut, dann machen wir das jetzt mal in aller Form, ja? Ja. Pass auf, du sagst mir, was du zu sagen hast. Ja. Ich nehme deine Aussage auf und dann gehst du schön nach Hause. Wie redest du eigentlich mit mir?
Nimm dir mal ein Beispiel an eurem Staatsanwalt. Das ist ein höflicher Mensch. Ja, Gröninger, ich weiß. Wo steckt er überhaupt? Im Krankenhaus in Bremerhaven wegen Rücken. Da, wieso sagt mir das keiner? Ja, du hörst ja nicht zu. Prima, super. Klaas ist zu Hause bei Frau und Kind, Gröninger im Krankenhaus. Ich bin allein auf weiter Flur. Ja, ich bin ja auch noch da. Mhm, das kommt noch erschwerend hinzu. Du bist so frech, Claudia. Ach komm, lassen wir das. Pass auf, ich nehme jetzt deine Aussage zu Protokoll, ja? Also, Margot Evernich, ehemalige, wie sagt man da hier? Vereinskameradin von Susanna Brinkmann, glaubt, deren Stimme als die der anonymen, mit Y, Anruferin bei Täter gesucht, identifizieren zu können. Punkt. Ich bin wirklich entsetzt, wie wenig du mich ernst nimmst. Es tut mir leid, Mama, aber wirklich das Allerwichtigste bei meiner Arbeit ist die Trennung zwischen dem Beruflichen und dem Privaten, ja? Übrigens gilt das auch für Herrn Gröninger. Ich verstehe. Dann sind wir also beide allein, du und ich. Oh, Mama. Oh. Ja. Herr Gröninger? Evernich hier. Ich habe gerade von meiner Mutter erfahren, dass Sie krank sind. Danke der Nachfrage. Ach, und womit habe ich Sie beleidigt? Ich bin nicht beleidigt. Ich missbillige nur Ihren Auftritt bei Täter gesucht. Ah ja, woraufhin Sie beschlossen haben, mit mir nur noch über meine Mutter zu kommunizieren. Sie waren ja nicht erreichbar. Ihre Mutter hatte mich anlässlich ihrer Sendung zu einem Fernsehabend eingeladen. Als Köder dienten Knödel. Leider hat mein Rücken der Belastung nicht standgehalten. Und was haben Sie? Schmerzen. Die Diagnose. Es gibt mehrere. Oh Gott, Gröninger, jetzt machen Sie es nicht so spannend. Wahrscheinlich ein eingeklemmter Ischiasnerv. Aber Bandscheibenvorfall ist noch nicht vom Tisch. Und das dauert wie lange? 2 Tage? 3. Falls ich nicht operiert werden muss. Mann. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl. Also jedenfalls wollte ich Sie herzlich bitten, den, sagen wir mal, Miss Marple-Ambitionen meiner Mutter nicht weiter Vorschub zu leisten. Ja, die steigert sich gerade so in diesen Fall rein. Ach, und das wundert Sie. Sie bitten im Fernsehen um Mithilfe bei der Tätersuche und beklagen sich dann, weil Ihnen auf einmal lauter Amateure ins Handwerk pfuschen. Immerhin kommt Bewegung in die Sache. Bewegung, sagen Sie. Ich sage Chaos. Sie hätten wenigstens den Gentest abwarten können. Das ging nicht wegen der Sendetermine. Und abgesehen davon erhöht es den Druck, sich an dem Test zu beteiligen. Wie sieht der Rücklauf denn aus? Ich kenne nur den Stand von gestern Nachmittag. 700 Einladungen sind raus. Über 80% der Betreffenden waren schon da. Keine schlechte Quote bisher. Da fehlen immer noch mehr als 100 Leute. Wissen Sie, ob Brinkmann und seine Mitarbeiter im Kontor schon ihre Speichelproben abgegeben haben? Nicht komplett, wenn ich mich richtig erinnere. Der Chef selbst hieß, es sei auf Dienstreise. Gibt es einen bestimmten Anlass für Ihre Frage? Naja, bei der Telefonaktion gestern gab es einen anonymen Hinweis auf ein Verhältnis von Elvira K. Und das, obwohl wir bewusst verschwiegen haben, dass es sich bei den DNA-Spuren um Sperma handelt. Insofern weiß die Anruferin vielleicht wirklich etwas. Und jetzt kommt's. Ihre Stimme wurde erkannt. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Susanna Brinkmann. Susanna Brinkmann. Ganz genau, die Ehefrau. Es liegt natürlich nahe, dass sie über das Liebesleben ihres Mannes mehr weiß als alle anderen. Aber Brinkmann Junior stand damals schon im Visier der Ermittlungen und ihre Vorgänger konnten ihm nichts nachweisen. Er hatte ein Alibi. Allerdings. Und die Person, die ihm das Alibi verschafft hat, war niemand anders als Susanna, seine Frau. Sie meinen, sie hat ihren Mann erst gedeckt, um ihn jetzt zu belasten? Warum sollte sie? Ich meine, wir sollten uns mal mit Frau Brinkmann unterhalten. Wir ist gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ja. Aha. Hallo, Herr Brinkmann.
Hier ist Margot Evernich vom Tennis Blau-Weiß. Entschuldigen Sie vielmals die Störung. Ich hätte gern Ihre Frau gesprochen. Tut mir leid, meine Frau hat sich gerade hingelegt. Oh, da komme ich aber ungelegen. Ich wollte ihr nur etwas vorbeibringen. Könnte ich es vielleicht kurz abgeben oder soll ich wiederkommen, wenn sie aufgestanden ist? Entschuldigen Sie vielmals, Herr Brinkmann. Aber wir hatten ein ehemaligen Treffen im Tennisverein und Ihre Frau wurde schmerzlich vermisst. Deswegen wollte ich ihr dieses Foto vorbeibringen, als kleine Erinnerung. Danke. Mit den herzlichsten, wenn auch nicht mehr ganz so sportlichen Grüßen Ihrer ehemaligen Vereinskameradinnen. Mein Gott, es ist ja jetzt auch 20 Jahre her. Ich hoffe, sie hat es nicht ganz aufgegeben. Was? Tennis. Ihr Aufschlag war wirklich... Ich werd's ausrichten. Ich halte Sie auf. Tut mir leid. Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich bin eine Ihrer treuesten Kundinnen. Ihr Ostfriesentee, ein Gedicht. Ich trinke nichts anderes, schon seit der Zeit, als Ihr Vater noch... Sehr freundlich. Obwohl ich sagen muss, zu meinem eigenen Leidwesen, in den letzten Jahren ist die Mischung nicht mehr ganz so... Eine Spur holziger. Verzeihung, aber ich habe zu tun. Ist es wegen der Sendung? Wie bitte? Geht es Ihrer Frau deswegen so schlecht? Wegen der Fernsehsendung gestern über den Mord an Elvira K.? Es geht ihr nicht schlecht, sie hat sich nur hingelegt. Ja, natürlich. Es muss schrecklich für Sie sein, für Sie beide. Ich sehe kein Fernsehen. Das verstehe ich gut. Und sie war ja noch so jung, 26. Guten Tag. Warten Sie hier, meine Telefonnummer. Sie soll sich doch bitte melden. Ich meine Ihre Frau. Hallo, hier sind Ilka, Klaas und Greta Berding. Sie sind gerade sehr beschäftigt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem... Guten Tag, Klaas. Gröninger hier. Wenn Sie das abhören, darf ich Sie bitten, mir den Mitschnitt der Anrufe von der Sendung gestern an meine Privatadresse zu mailen. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen gerade nicht ins Büro. Und dazu, wenn möglich, eine aktuelle Liste der Personen, die sich dem Test bislang entzogen haben. Wie gesagt, mir sind gerade leider die Hände gebunden. Vielen Dank. Klaas! Herr Gröninger, gut, dass Sie rangehen. Susanna Brinkmann ist verschwunden. Sie ist in großer Gefahr. Moment, eins nach dem anderen. Ihr Mann behauptet, sie habe sich nur hingelegt, aber er lügt. Ich habe einen Blick in den Vorflur geworfen. Es hingen keine Sachen von ihr da. Kein Mantel, kein Hut. Sie hat immer diese Hüte getragen, wissen Sie. Nichts. Und dann treffe ich zufällig Ihre Nachbarin. Sie hat Susanne auch seit Tagen nicht gesehen. Sie waren bei den Brinkmanns zu Hause? Ich wollte meiner ehemaligen Vereinskameradin beistehen in dieser schweren Zeit. Nachdem Sie Susanne Brinkmann als anonyme Anruferin erkannt haben. Sie wissen davon? Frau Evernich, bitte. In aller Form und Freundschaft. Tun Sie, was Ihre Tochter gesagt hat und hören Sie auf, Detektiv zu spielen. Ich gebe Ihnen nur einen Hinweis. Einen Hinweis aus der Bevölkerung. Susanna Brinkmann ist verschwunden. Und man muss nur 2 und 2 zusammenzählen, um zu wissen, dass ihr Verschwinden mit ihrem Anruf bei Täter gesucht zu tun hat. Susanna kennt den Mörder von Elvira K. Und derselbe Mann bedroht jetzt auch Sie. Das sollten Sie alles aufschreiben, liebe Frau Evernich. Worauf Sie sich verlassen können. Aufschreiben und einen Krimi daraus machen. Aber bitte lassen Sie uns unsere Arbeit tun. Herr Dr. Gröninger, Sie enttäuschen mich. Ich sage nur eins. Wenn Sie dem Hinweis nicht nachgehen, setzen Sie das Leben von Susanna Brinkmann aufs Spiel. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Guten Tag, Frau Brinkmann. Mein Name ist Claudia Evernich von der Kripo Bremen. Entschuldigen Sie die Störung, aber wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Würden Sie sich bitte bei mir melden? Ich schicke Ihnen meine Mobilnummer per SMS. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Tag, Herr Brinkmann. Mein Name ist Claudia Evernich, Kripo Bremen. Entschuldigen Sie, aber wir würden gerne mit Ihnen bzw. Ihrer Frau sprechen. Nur ein paar Fragen. Würden Sie sich bitte melden? Ich schicke Ihnen meine Mobilnummer per SMS. Danke. Claudia Evernich, Kripo Bremen. Wir würden gerne mit Ihnen bzw. Ihrer Mutter Susanna Brinkmann sprechen und ich habe... Wieso? Was ist denn mit meiner Mutter? Oh, Sie sind es selbst. Juliane Brinkmann, die Tochter? Entschuldigung, ich habe jetzt auf so viele Anrufbeantworter gesprochen. Geht's dir nicht gut? Ja, das würden wir offen gestanden gerne selber wissen. Ich versuche die ganze Zeit vergeblich, Ihre Mutter zu erreichen. Ist nichts Schlimmes, nur ein paar Fragen. Ich bin gerade in einem Meeting. Können Sie später noch einmal anrufen, nach 17 Uhr, 17.30 Uhr? Sie leiten die Bremerhavener Geschäftsstelle von Brinkmann Teeimporte, richtig? Ich wollte ohnehin nach Bremerhaven einen Kollegen besuchen. Also, wenn es recht ist, komme ich um 17 Uhr in der Geschäftsstelle vorbei. 18 Uhr, wenn es sein muss. Aber ich habe wirklich nur kurze Zeit. Und falls Ihre Mutter sich zwischendurch meldet, bitte... Hallo? Wie? Format nicht erkannt. Warte. Das haben wir... Gleich, hoffentlich. So. Sie hatte ein Verhältnis. Finden Sie den Mann. Wissen Sie, warum sie nicht mehr lebt? Jetzt nicht! Ich sagte jetzt nicht! Na, wie geht's? Frau Evernich, Sie hier? Sind Sie transportfähig? Horizontal schon, vertikal lieber nicht. Und im Rollstuhl? Sie wollen mich aus dieser gerontologischen Vorhölle befreien? Ich habe häufiger mit dem Chefarzt der Chirurgischen im Klinikum links der Weser zu tun. Er will sie sich mal ansehen. Sind das Ihre Sachen? So viel Nächsten, liebe Frau Evernich. Ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Ja, allerdings sollten wir vorher noch bei der Tochter der Brinkmanns vorbeifahren. Sie leitet die Geschäftsstelle hier in Bremerhaven. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Sie ist zurzeit unser einziger Anhaltspunkt. Brinkmann selbst ist weder im Kontor erschienen, noch telefonisch zu erreichen. Und von seiner Frau fehlt jede Spur. Kommen Sie mit? Au! Ich hoffe, die Geschäftsstelle ist barrierefrei. Ah. So, jetzt... Warten Sie. Die Schmerzmittel nehmen wir mit. Und bitte fahren Sie vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Sie sind sehr pünktlich. Leider bin ich noch nicht so weit. Aber Sie können schon mal im Besprechungsraum Platz nehmen. Kaffee, Tee, ist alles da. Tee vor allem. Natürlich. Also, bitte, bedienen Sie sich. Danke, Frau Brinkmann. Hatten Sie einen Unfall? Nein, ich... Das ist eine lange Geschichte. Ich bin gleich bei Ihnen. Stressiger Tag? Oh, nicht stressiger als sonst. Sie wissen es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Geben Sie mir 3 Minuten. Ist das nicht unglaublich, diese Ähnlichkeit? Sie meinen... Ihre Stimme, ja. Genau wie die der anonymen Anruferin. Also im ersten Moment habe ich einen richtigen Schrecken bekommen. Mutter und Tochter, das liegt in der Familie. Also ich hoffe, ich höre mich nicht an wie meine Mutter. Immerhin hat Ihre Mutter ein gutes Ohr bewiesen. Alles deutet darauf hin, dass es tatsächlich Susanna Brinkmann war, die Sie im Studio angerufen hat. Ach, Sie haben es sich angehört? Ich dachte, Sie sind gegen das Format. Sie haben ja wieder einmal keine Wahl gelassen. Apropos, was macht Ihr Rücken? Ach, reden wir nicht davon. Eine kleine Verbiegung muss ich Ihnen noch zumuten. Was machen Sie mit dem Plastikröhrchen? Juliane Brinkmann um eine Speichelprobe bitten. Die Tochter, wieso? Natürlich möglichst freiwillig. Aber, naja, falls sie sich sträuben sollte, dann brauche ich sie als Rechtsbeistand. Ja, aber sie gehört überhaupt nicht zum fraglichen Personenkreis. Wenn wir den genetischen Code der Tochter haben, dann können wir die DNA der Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen. Wie sagten Sie so schön, es liegt in der Familie? Also, ich weiß nicht, ob wir damit vor Gericht durch... So, Handy muss ich leider anlassen. Unser Au-pair ist neu und kommt allein nicht klar. Also, was kann ich für Sie tun? Ja, wie schon gesagt, es geht in erster Linie um Ihre Mutter. Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Naja, wir telefonieren ab und zu. Aber wann genau? Sie sehen ja, was hier los ist. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ist es ein paar Tage her? Eine Woche? Einen Monat? Nein. Eine Woche vielleicht. Und ging es ihr gut bei Ihrem letzten Anruf? Gut. Ach, ich würde sagen, wie immer. Ach, dann ging es ihr schon länger schlecht. Wenn Sie...
Ich bin Ihnen gerne behilflich, meine Mutter zu erreichen. Aber ich lasse mich nicht über Sie ausfragen. Sie können sich denken, dass unser Besuch im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Mordfall Elvira K. steht. Ihre Mutter war dabei eine wichtige Zeugin. Erinnern Sie sich eigentlich noch an die Tatnacht? Ich meine, damals waren Sie wie alt? 8, 9? Sie müssen doch auch im Haus gewesen sein. Wollen Sie jetzt ein Alibi von mir? Natürlich nicht. Aber vielleicht ist Ihnen ja irgendwas aufgefallen. Nein, ich habe geschlafen. Tief und fest? Ja, tief und fest. Ich war 7 und es war mitten in der Nacht. Wir wollen weder Ihnen noch Ihren Eltern etwas unterstellen. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Mutter uns weiterhelfen kann. Und wir machen uns Sorgen, dass sie so vollkommen abgetaucht zu sein scheint. Beunruhigt Sie das gar nicht? Warum lassen Sie die Toten nicht ruhen? Frau Brinkmann, eine junge Frau wurde ermordet. Eine enge Mitarbeiterin Ihres Vaters. Also möchten Sie, dass der Täter weiter frei herumläuft und möglicherweise Ihre Mutter bedroht? Oder Sie? Das ist nicht das, was Sie wirklich denken. Sie denken, mein Vater hat es getan. Das haben damals auch Ihre Kollegen gedacht. Aber er war es nicht. Er ist unschuldig. Und was glauben Sie, was er alles durchmachen musste, nur wegen dieser Sache da, dieser Frau? Ja, aber dann helfen Sie uns, den wirklichen Täter zu finden. Ich war 7. Ich musste mit ansehen, wie aus meinem Vater ihr Hauptverdächtiger wurde. Wie die Ehe meiner Eltern in die Krise geriet, meine Mutter die Nerven verlor. Ja, und jetzt geht alles wieder von vorne los. Nicht von vorne. Wir wollen den Fall zum Abschluss bringen, auch in Ihrem Interesse. Und wir haben jetzt mehr denn je die Möglichkeit dazu. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Sie haben sicher von dem Massengentest gehört. Gentest? Es handelt sich um ein groß angelegtes empirisches Verfahren. Sie wollen mich genetisch testen? Mit dem Test ist keinerlei Schuldvermutung verbunden. Er folgt einem statistischen Ausschlussprinzip. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe? Warum gehen Sie denn nicht endlich weg? Es ist gut, Juliane. Geh nach Hause. Papa! Geh nur. Ich spreche mit den Herrschaften. Guten Abend, Herr Brinkmann. Guten Abend. Was führt Sie denn hierher? Dies ist eine meiner Hauptgeschäftsstellen. Ich hatte berufliche zu tun. Und privat. Aber das hat Sie nicht zu interessieren. Warum lässt du das nicht unsere Anwälte machen? Weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Sei ganz beruhigt, Juliane. Ich komme noch bei dir vorbei, wenn wir hier fertig sind. Wie du willst. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fürchte, dass wir so schnell nicht fertig werden, Herr Brinkmann. Aber wir freuen uns, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich weiß, wer Sie sind. Mir zur Seite mein Kollege von der Staatsanwaltschaft, Herr Dr. Gröninger. Hatten Sie einen Unfall? Nein, ich... Kurz gesagt, ja. Danke der Nachfrage. Darf ich Sie vorab über Ihr Aussageverweigerungsrecht belehren? Wollten Sie nicht meine Frau sprechen? Wir nehmen auch mit Ihnen vorlieb. Jedenfalls, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht... Ich kenne den Text. Gut, dann... Dieses Gespräch wird aufgezeichnet, leider nur per Voicemail. Ist Ihr Handy aufgeladen, Frau Evernich? Bitte. Also, möglichst hier reinsprechen. Wenn es Ihnen lieber ist, können wir aber auch umziehen in ein Vernehmungszimmer im Präsidium. Fangen Sie an. Sehr gern. Herr Brinkmann, Sie wissen von dem Massengentest zur Aufklärung des Mords an Ihrer ehemaligen Mitarbeiterin? Sie haben ja dafür gesorgt, dass es jeder weiß. Unsere Einladung haben Sie auch bekommen. Kam die von Ihnen? Schönen Dank. Und warum haben Sie sich bisher an dem Test nicht beteiligt? Muss ich das? Wollen Sie denn nicht? Eine Einladung, dachte ich, ist kein Befehl. Sie wollen nicht, dass der Mord aufgeklärt wird? Ich lehne Ihre Methoden ab. Das zwangsweise Sammeln von genetischer Information, vor deren Missbrauch uns niemand schützen kann, auch Sie nicht. Ja, die meisten geben ihre Speichelprobe freiwillig ab. Freiwillig? Dass ich nicht lache. Was ist daran freiwillig? Na, natürlich ist man zu einer Speichelprobe eher bereit, wenn man nichts zu befürchten hat. Mit genau dieser Unterstellung stempeln Sie jeden zum Verbrecher, der nicht mitmacht. Und das nennen Sie freiwillig? Haben Sie denn etwas zu befürchten? Nein. Ich habe niemanden umgebracht. Umso unverständlicher Ihre Weigerung. Sie müssen sie nicht verstehen und ich muss sie nicht erklären. Das nenne ich freiwillig. Herr Brinkmann, wir können jetzt eine moralische Debatte führen. Doch unser Vorgehen steht im Einklang mit geltendem Recht. Es ist heute technisch möglich, aus geringsten DNA-Mengen genetische Fingerabdrücke zu erstellen und abzugleichen. Also werden wir es auch tun, sofern ein ordentliches Gericht es genehmigt. Auf Grundlage falscher Verdächtigung. Wie wahr oder falsch ein Verdacht ist,
zeigt der Test. Ihr Vertrauen in die Technik scheint ja grenzenlos zu sein. Die meisten Verbrechen werden von Menschen begangen, nicht von der Technik. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir leben in einem Überwachungsstaat und Sie sind Teil des Apparats. Wir können das abkürzen, Herr Brinkmann. Früher oder später werden wir feststellen, ob Ihre DNA mit den Spuren am Opfer übereinstimmt. Insofern können Sie sich schon mal überlegen, was Sie zu dem Ergebnis sagen werden. Herr Brinkmann? Hallo? Ich dachte, ich habe das Recht zu schweigen. Oder ist meine Aussage auch freiwillig? Gut, wir kennen jetzt Ihre Sicht der Dinge. Konzentrieren wir uns auf den Mordfall Elvira K. Dazu habe ich vor 20 Jahren schon alles gesagt. Steht das nicht in Ihrer Akte? Vielleicht überdenken Sie Ihre Aussage nochmals, angesichts der neu entschlüsselten DNA-Spuren am Körper des Opfers. Was beweist denn diese DNA? Die Tat? Oder dass jemand mit Frau Koslowski Kontakt hatte? Hatten Sie Kontakt zum Opfer? Natürlich hatte ich Kontakt. Elvira Koslowski war meine Assistentin. Na, wir reden hier nicht über ein Haar am Ärmel. Ich meine, wie eng war Ihr Verhältnis? Ich habe ihr vertraut. Beruflich und privat? Ich habe ihr vertraut. Elvira Koslowski hatte gekündigt. Das war ihr gutes Recht. Doch sie hat ihren letzten Tag bei Ihnen nicht überlebt. Sie wollte sich verändern. Das kommt vor. Wenn ich jeden umbringen würde, der meine Firma verlässt... Ihr Weggang muss Sie trotzdem sehr enttäuscht haben bei so viel Vertrauen. Wenn ich jeden umbringen würde, der mich enttäuscht... Vertrauen Sie Ihrer Frau? Natürlich. Wissen Sie, wo sie ist? Verreist. Verreist wohin? Sie ist ein freier Mensch. Wissen Sie es oder nicht? Sie brauchte ein wenig Abstand. Eine Atempause bei der Hetzjagd, die Sie hier veranstalten. Aber es geht ihr gut. Ich verstehe nicht, warum Sie meine Frau damit hineinziehen wollen. Der Grund, warum die Kollegen damals mit den Ermittlungen nicht weitergekommen sind, ist ihr Alibi. Und dieses Alibi stammt von ihrer Frau. Wenn sie es widerruft... Das kann sie nicht. Ich war in der Nacht zu Hause. Sie vertrauen ihr, voll und ganz. Es ist die Wahrheit. Und was, wenn Ihre Frau sich bei uns gemeldet hat, hinter Ihrem Rücken, wenn Ihre Frau Sie verraten hat? Das ist nicht möglich. Ihre Frau hat mich angerufen im Studio während der Sendung. Wussten Sie das? Nicht möglich. Anonym zwar, aber Ihre Stimme wurde zweifelsfrei identifiziert. Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, vielleicht müssen wir doch umziehen. Was meinen Sie, Herr Gröninger? Dann könnten wir Herrn Brinkmann den Mitschnitt einmal vorspielen. Ich habe ihn zufällig auf meinem Handy. Hm. Technik sei Dank. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig, weil Herr Brinkmann weiß, dass seine Frau dem nochmaligen öffentlichen Druck nicht standhält, dass sie nicht länger verheimlichen kann und will, was sie weiß. Meine Frau kann das Alibi für mich nicht widerrufen. Es sei denn, sie lügt oder ist nicht mehr zurechnungsfähig. Und die Tatsache, dass sie 20 Jahre lang das Gegenteil behauptet hat, macht sie nicht gerade glaubwürdiger. Vielleicht hat Ihre Frau uns noch ganz andere Dinge anvertraut. Frau Everding... Evernich. Hören Sie, Sie wollen hier Katz und Maus mit mir spielen. Da mache ich nicht mit. Entweder sagen Sie mir, worum es geht, oder ich gehe. Hatte Ihre Assistentin damals ein Verhältnis? Ein Verhältnis? Mit einem Mann. Das sind private Dinge. Sie stehen mit dem Mord in direktem Zusammenhang, sagt Ihre Frau. Ich lasse mich auf keine weiteren Spekulationen darüber ein, was meine Frau gesagt haben soll. Wenn sie geredet hat, dann will ich wissen, was. Oder ich sage kein Wort mehr. Herr Gröninger, wären Sie so freundlich? Moment, ja. Ja, wir haben's gleich. Ich gebe hiermit den Mitschnitt des Studioanrufs in der Sendung Täter gesucht zu Protokoll. So, jetzt müsste eigentlich... Ich kann mit dieser Schuld nicht mehr leben. Ja. Aber Sie wissen, wer Elvira K. umgebracht hat. Ich weiß, wer es getan hat. Reden Sie. Sie hatte ein Verhältnis. Finden Sie den Mann. Dann wissen Sie, warum sie nicht mehr lebt. Ja. Die Stimme Ihrer Frau? Klingt so. Haben Sie eine Erklärung, warum Ihre Frau weiß, wer der Täter ist und dass Elvira K. ein Verhältnis hatte? Woher soll ich das wissen? Es müsste jemand sein, den Sie sehr gut kennt. Das sind reine Vermutungen. Ihnen ist klar, Herr Brinkmann, dass diese Vermutungen hinreichend sind für einen Anfangsverdacht. Damit bekomme ich bei jedem Amtsrichter einen Beschluss zur Speichelentnahme, zwecks Abgleich mit den Tatortspuren. Ich kann nicht nachvollziehen, inwiefern diese Aussage meiner Frau mich belasten soll. Nur weil sie meine Frau ist. Dann roll ich mal kurz vor die Tür.
telefonieren. So, Herr Brinkmann, dass Sie ein harter Brocken sind, haben Sie hinlänglich bewiesen. Warum sagen Sie mir nicht, was wir in spätestens 24 Stunden sowieso wissen? Hatten Sie ein Verhältnis mit Elvira Koslowski? Sind Sie die Sittenpolizei oder warum interessieren Sie sich so für schmutzige Wäsche? Mich interessiert nur die schmutzige Wäsche von Mordopfern, sonst keine. Ich bin nicht Ihr Mörder, insofern sind alle anderen Fragen Makulatur. Was Makulatur ist und was nicht, entscheiden wir. Ihre Frau spricht von einer Schuld, mit der sie nicht mehr leben kann. Was meint sie damit? Das müssen Sie meine Frau fragen. Sie ist nervlich sehr angegriffen und durcheinander von dem Medienspektakel, das Sie veranstalten. Der Gedanke, dass Ihre Assistentin das Opfer einer Beziehungstat geworden ist und von dem Mann umgebracht wurde, mit dem sie ein Verhältnis hatte, scheint mir ziemlich klar. Aber das hat sie nicht gesagt. Wenn ich den Anruf richtig verstanden habe. Was haben Sie denn verstanden? Sie hat nicht gesagt, dass das Verhältnis der Mörder ist. Aber dass wir den Mörder kennen, wenn wir wissen, mit wem sie ein Verhältnis hatte und sie hat gesagt, dass sie ihn kennt. Wenn meine Frau mich ans Messer liefern wollte, warum hat sie mich nicht beim Namen genannt? Warum sollte sie mich verraten und gleichzeitig decken? Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht hat sie Angst vor Ihnen. Große Angst. Meine eigene Frau? Nach fast 30 Jahren Ehe? Weil Sie als Mörder von Elvira K. aufzufliegen drohen und damit die Lüge Ihres Lebens. Dann hätte sie einfach zur Polizei gehen können. Vielleicht ist sie kein so freier Mensch, wie Sie sagen. Sie meinen, ich halte sie in irgendeinem Keller gefangen oder versteckt? Sie haben wirklich eine blühende Fantasie, Frau Ebernich. Genau wie Ihre Mutter. Meine Mutter? Wussten Sie nicht, dass sie überall herumschnüffelt und sogar bei uns zu Hause war? Mit genau denselben Verdächtigungen? Das gehört nicht hierher. Aber Fakt ist, ob es Ihnen passt oder nicht, ich habe ein Alibi. Und meine Frau hat es mit keiner Silbe widerrufen. Ende der Geschichte. Solange es technisch nicht möglich ist, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, bin ich nicht der Mörder von Elvira Koslowski. Und? Wie sieht's aus? Sind Sie weitergekommen? Ich würde ja gern sagen, wir drehen uns im Kreis, aber nicht mal das. Immerhin ist der Beschluss des Amtsgerichts Bremen auf den Weg gebracht und wird im Eilverfahren zugestellt. Und was passiert jetzt? Sie machen Ihren Mund weit auf, dann reibe ich mit diesem Watteträger Ihre Wangeninnenseite ab. Der Watteträger wird in diesem Röhrchen versiegelt, kommt ins Labor und nach 30 Minuten haben wir das Ergebnis. Und 30 Sekunden später den Abgleich Ihrer DNA mit den Spuren am Opfer. Können wir kurz eine Pause machen? Ja, ich denke, Sie haben es eilig. Ich habe Durst. Bitte, Sie sind der Hausherr. Vielleicht ist der Kaffee noch nicht kalt. Ich bevorzuge unseren Ostfriesentee. Für Sie auch? Nein. Sehr gern. Wir sollten jetzt wirklich keine Zeit verlieren. Eine Tasse Tee kann nie schaden. Wo er recht hat, hat er recht. Mein Urgroßvater fuhr 1913 von Enden aus nach Indien, Ceylon, und kam mit einer ganzen Ladung Tee im Schiffsbauch zurück. Das war der Anfang von allem. Ich mache nur kurz Wasser. Yes. Sie verlassen nicht den Raum. Ich bitte. Schon gut. Wir warten so lange. Boah, dieser Mann macht mich fertig. Sind Sie sicher, dass er es war? Ich bin sicher, dass er uns etwas verheimlicht. Im Fall Elvira Koslowski und bei der Suche nach seiner Frau. Wollen wir hoffen, dass wir nicht auch noch einen Fall Susanna B. bekommen? Den haben wir schon. So, noch etwas ziehen lassen, dann ist Tea Time. Das duftet. Ja. Solche Momente sind kostbar, wenn man bedenkt, dass in dieser unserer Zeit kein Mensch mehr Zeit hat. Also gut, jetzt lassen wir mal die alten Geschichten und sprechen wir über Ihre Frau. Sie haben wirklich keine Idee, wo sie sein könnte. Sie haben doch mit ihr telefoniert. Ach, Sie nicht? Ich habe mehrfach versucht, sie auf dem Handy zu erreichen. Es ist immer aus. Ein, zwei Mal habe ich auf die Mailbox gesprochen und es dann aufgegeben. Herr Brinkmann, ich stelle Ihnen jetzt eine sehr ernste und schwerwiegende Frage. Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen? Vor ziemlich genau einer Woche, als diese Kampagne für den Gentest anfing und Ihre Einladung ins Haus kam. So, jetzt. Jetzt
Ist es soweit? Jetzt müssen wir das Teesieb herausnehmen. Wohnt Ihre Frau noch bei Ihnen? Was meinen Sie damit? Ganz einfach. Wohnt sie noch bei Ihnen im Haus? Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so genau. Wie, Sie wissen es nicht? Meine Frau hat ihre Koffer gepackt und ist weg. Ob sie wirklich ausgezogen ist, für immer, kann ich nicht sagen. Und dafür gibt es außer unserem Gentest keine anderen Gründe. Doch, natürlich. Nur wüsste ich nicht, warum ich die mit Ihnen besprechen sollte. Weil Sie unter Mordverdacht stehen, Herr Brinkmann, und Ihre Frau als Hauptzeugin in diesem Fall wie vom Erdboden verschluckt ist. Bisher hat meine Frau immer für mich ausgesagt. Bisher, ja. Und seit sie sich auf eigene Faust bei uns gemeldet hat, ist sie unauffindbar. Ich sage Ihnen, Herr Brinkmann, wenn Ihrer Frau etwas zugestoßen ist, dann mache ich Sie dafür verantwortlich. Und wenn Sie glauben, dass ich hier länger mit Ihnen abwarte und Tee trinke, dann haben Sie sich getäuscht. Ich gebe jetzt eine Großfahndung nach Ihrer Frau raus. Und dann setzen wir uns ins Auto und fahren zum Labor. Und ich will das Ergebnis noch heute Nacht. Es ist doch nicht so, dass ich mir keine Sorgen um Sie mache. Meine Frau ist sehr labil. Wir haben schwere Zeiten hinter uns. Aber ich habe sie geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Lügen Sie mich nicht an. Ich erkenne meine Frau nicht wieder. Sie ruft anonym bei der Polizei an, verschwindet ohne ein Wort und täglich rechne ich mit Post vom Anwalt. Ich glaube, sie will die Scheidung. Ach, und warum? Wahrscheinlich habe ich ihr all die Jahre zu viel zugemutet. Zugemutet? Was denn? Der ständige Erfolgsdruck, 16-Stunden-Tage, Geschäftsreisen. Sie war viel allein. Sie nicht? Ich hatte zu tun. Auch mit anderen Frauen? Was wissen Sie schon? Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Klagen Sie mich jetzt an wegen Verstoß gegen die Monogamie? Nein, nein, Sie lieben ja Ihre Frau. Lassen Sie das. Für Sie bin ich ein Arschloch. Das habe ich mittlerweile verstanden. Ein moralisches Urteil über Ihre Ehe steht uns nicht zu. Aber... Aber um genau dieses moralische Urteil geht es die ganze Zeit. Wir handeln mit Tee. Das ist eine Lebensform. Oder wie mein Vater immer zu sagen pflegte... Tee ist kein Getränk, sondern etwas Gesellschaftliches. In unserem Geschäft hat jeder seine Rolle zu spielen und seinen Preis zu bezahlen. Was glauben Sie, wie schnell wir ruiniert sind, wenn unser Haus ins Gerede kommt? Also, hatten Sie Ihre Liebschaften und Ihre Frau musste die Fassade einer glücklichen Ehe aufrechterhalten. Das erklärt Ihr Problem mit schmutziger Wäsche. Wenn Sie es sich so einfach machen wollen. Manches ist einfach, Herr Brinkmann. Elvira K. wurde am 24.06.1995 gegen 23 Uhr umgebracht. Das war das Ergebnis der Obduktion. Es fanden sich trotz mutmaßlicher Verwendung eines Kondoms geringe Mengen Sperma. Wollen Sie noch länger leugnen, dass es von Ihnen stammt? Wir gehen aufgrund verschiedener Indizien davon aus, dass der Geschlechtsverkehr zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr am Tattag vollzogen wurde. Ich war an dem Abend zu Hause. Wann? Zur Tagesschau. Sind Sie definitiv nicht mehr zu Elvira Koslowski zurückgekehrt? Nein. Aber es war Ende Juni, eine laue Sommernacht. Nach einem harten Tag sind laue Sommernächte nicht mehr lang. Es war Ihr letzter gemeinsamer Abend und Sie verabschieden sich 10 Minuten nach dem Beischlaf. Dass es unser letzter Abend sein würde, wussten wir nicht. Elvira hatte unser Arbeitsverhältnis beendet, aber nicht unsere Beziehung. Wir wollten uns weiter sehen, nur eben nicht dienstlich. Na also, sie wollte mehr als eine Büroaffäre? Es war von vornherein klar, dass ich meine Familie nicht verlassen würde, schon allein aus geschäftlichen Gründen. Und aus gesellschaftlichen, was dasselbe ist. Ach, und mit diesen geschäftlich-gesellschaftlichen Gründen hat sie sich abgefunden. Ja, so einfach. Es war nicht, wie Sie denken. Elvira war manchmal unzufrieden. Auch ich hatte Momente, in denen mir alles zu eng wurde. Ihre Träume waren auch meine Träume, aber... Ja, aber Sie hätten es doch ändern können. Mein Vater hätte mich enterbt. Ein Verhältnis, ja... Aber eine Scheidung niemals. Die feine hanseatische Art. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich hatte mich daran zu halten. Also sind Sie brav zur Tagesschau nach Hause gefahren und haben den treusorgenden Ehemann und Vater gespielt. Hat Ihre Frau nichts gemerkt? Geahnt, vielleicht. Und wie hat sich das geäußert? Geäußert? Nun ja, hat sie ihn nachspioniert, eine Szene gemacht.
vielleicht. Ja, kann man sagen. Auf ihre Art. Und diese Frau, die Sie belogen und betrogen haben, verschafft Ihnen für die Mordnacht das entscheidende Alibi? Ihnen muss doch klar sein, Herr Brinkmann, dass Sie ohne die Aussage Ihrer Frau längst hinter Gittern säßen. Aber sie hat hübsch stillgehalten und sich alles gefallen lassen. Auch ihre Affären danach? Erklären Sie uns das. Wie bekommt man die Loyalität von jemand, ohne selbst loyal zu sein oder treu? Was ist der Deal? Es gibt keinen Deal. Es gibt eine ziemlich einseitige Abhängigkeit ihrerseits von ihrer Frau. Und die Erfahrung lehrt, dass einseitige Abhängigkeiten nicht lange Bestand haben. Es sei denn, sie werden durch irgendetwas ausgeglichen. Oder war es simple Hörigkeit? Hatten Sie Ihre Frau in der Hand und konnten mit ihr machen, was Sie wollen? Bis zuletzt? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Sie die ganze Zeit außer Acht lassen. Nämlich, dass meine Frau die Wahrheit sagt. Ich war zu Hause und ich habe das Haus an dem Abend nicht mehr verlassen. Sie hatten ein Verhältnis mit dem Opfer, was Sie bisher bestritten haben. Ich habe es nie bestritten. Ich habe Ihre Fragen nicht beantwortet. Aber Ihre Frau sagte, finden Sie das Verhältnis, dann haben Sie den Mörder. Also? Oder meinte sie gar nicht den Mörder von Elvira K.? Hat sie von einem anderen Mord gesprochen? Einem Mord, der erst noch passiert? Herr Brinkmann, wo ist Ihre Frau jetzt? Ist sie am Leben? Ich sage nichts mehr. Nein, 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 Herr Brinkmann, so läuft das nicht. Wir, verstehen Sie mich, wir brechen diese Vernehmung jetzt ab. Sie sind vorläufig festgenommen. Dazu haben Sie kein Recht. Oh doch, kommen Sie bitte mit. Danke übrigens für den Tee. Ich möchte kurz telefonieren. Dafür haben Sie unterwegs noch genug Zeit. Entschuldigung, das ist meins. Ihre Mutter. Ach, drücken Sie sie weg. Aber das wäre doch unhöflich. Gehen Sie schon mal vor, ich... Hallo? Herr Kröninger, Gott sei Dank. Wissen Sie, wo meine Tochter steckt? Ich muss Sie unbedingt sprechen. Ihre Tochter? Ich, ehrlich gesagt, ich fürchte, sie hat zu tun. Kröninger, ich habe Ihre Zeugin. Sie haben was? Ja, Susanna Brinkmann. Sie möchte Claudia sprechen. Ja, aber wie? Ich dachte, ich sehe mal einmal die Wohnung an, wo es passiert ist, den Apartmentkomplex. Ja? Und die Nachmieter waren eigentlich ganz freundlich und ich wollte gerade gehen. Da sehe ich vom Balkon aus, wie jemand vom Park aus die Wohnung beobachtet. Ich habe Susanne sofort wiedererkannt. Für Sie. Ich habe doch gesagt, es geht jetzt nicht. Es ist Susanna Brinkmann. Oh, geben Sie her. Hallo, Frau Brinkmann? Ja. Sind Sie schon weitergekommen? Weiter? Was meinen Sie damit? Haben Sie meinen Mann? Ist er verhaftet? Er steht praktisch neben mir. Und, was sagt er? Naja, was soll er sagen? Er beruft sich auf das Alibi von Ihnen. Ich weiß. Ja, widerrufen Sie Ihre Aussage? Ich meine... Grund genug hätten Sie nach allem, was wir wissen über das Verhältnis Ihres Mannes mit Elvira Koslowski. Er hatte all die Jahre seine Techtelmechtel. Aber diese Frau war wirklich gefährlich. Gefährlich? Für sie hätte er alles aufs Spiel gesetzt. Ich verstehe nicht ganz. Sagten Sie nicht, finden Sie den Mann, dann wüssten wir, warum Elvira K. ermordet wurde? Du musst dazu nichts sagen, Susanna. Überlass das unserem Anwalt. Herr Brinkmann, ich bitte Sie. Was ist mit dem Alibi, Frau Brinkmann? Widerrufen Sie? Susanna! Ich kann das Alibi nicht widerrufen. Ich kann nicht. Aber Ihr Mann war in der Tatnacht nicht zu Hause. Nein, nein. Sie verstehen mich falsch. Er war zu Hause. Ich kann es nur nicht bezeugen. Ja, aber warum nicht? Ich war nicht da. Die Toten ruhen. Hörspiel von John von Düffel. Die Rollen und ihre Darsteller. Hauptkommissarin Claudia Evernich, Marion Breckwold. Staatsanwalt Dr. Kurt Gröninger, Markus Meyer. Evernichs Mutter, Katharina Matz. Hans-Peter Brinkmann, Gerhard Garbers. Susanna und Juliane Brinkmann, Imogen Kogge. Moderator Alexander Brauer. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee, Sebastian Ohm und Birgit Gall.
Regieassistenz Janine Lüttmann. Dramaturgie Holger Rink. Musik Jan-Peter Pflug. Regie Christiane Uhaus. Eine Produktion von Radio Bremen 2015 für den ARD-Radio-Tatort.